Weil wenn ich einem anderen Menschen Dankbarkeit zeigen möchte, dann kann ich ihm das 365 Tage im Jahr zeigen und muss nicht auf diesen einen Termin Geburtstag oder Weihnachten warten, um der Person irgendwas zu schenken. Hallo und herzlich willkommen YouTube zu einem weiteren Video auf diesem Kanal. Mein Name ist Robin und heute ist Mittwoch, das heißt, es geht ums Thema Persönlichkeitsentwicklung. Und heute ist ein Thema, was meiner Meinung nach uns alle betrifft, aber was wir meistens überhaupt nicht im Hinterkopf haben, beziehungsweise gar nicht drüber nachdenken. Man denkt teilweise drüber nach, aber worüber genau, das möchte ich jetzt erstmal klarstellen. Und zwar geht es um Thema Dankbarkeit, wie ihr vielleicht im Titel schon gesehen habt. Ja, Dankbarkeit ist meiner Meinung nach eines der wichtigsten Themen und auch gleichzeitig eines der Themen, die am kür zu kürzesten kommen, möchte ich einfach mal behaupten. Wir, gerade wenn ihr dieses Video schaut, können uns zu den glücklichen 47% zählen, die überhaupt Internetzugang haben. Und das ist ein Punkt, ein der Privilegien, die wir haben, die wir gegenüber von anderen, von Milliarden anderen Menschen sogar haben, was wir gar nicht unbedingt so wertschätzen, wie man das meiner Meinung nach wertschätzen sollte. Und ich möchte jetzt keinen auf Moralapostel sagen und sagen: Ey, es gibt andere Menschen, denen geht's so schlecht und kümmert euch um die schlechten Menschen. Natürlich sollte man da was gegen tun, beziehungsweise was dafür tun. Allerdings geht es heute für mich allgemein um Dankbarkeit. Und das ist, wie gesagt, nicht nur Dankbarkeit, dass wir Internet haben, das war einfach nur ein passendes Beispiel. Es geht auch Dankbarkeit in Bezug auf Freunde, Beziehung und auch Familie. Weil ich finde, meiner Meinung nach zeigen wir viel zu selten Dankbarkeit. Und ich bitte euch alle, wenn ihr heute Abend mal im Bett liegt oder so, einfach mal drüber nachzudenken, wofür bin ich dankbar, was in meinem Leben schon Tolles passiert. Und es gibt immer Leute, muss ich auch was zu sagen, die hassen ihr Leben wegen irgendwelchen Kleinigkeiten. Ich kann euch allen auf jeden Fall versprechen, in eurem Leben wird noch extrem viel Scheiße passieren. Eine 6 auf dem Zeugnis wird nicht das Schlimmste sein, was einigen von uns passiert oder passieren wird. Es wird eine Menge Scheiße im Leben passieren, aber es werden auch viele gute Dinge passieren. Und der Sinn des Lebens ist es meiner Meinung nach unter anderem, die positiven Dinge herauszufiltern und dabei natürlich darauf aufzubauen und sich darüber Gedanken zu machen und nicht immer nur über die negativen Sachen. Wir können beispielsweise dankbar sein, zumindest die meisten von uns, dass die tolle Eltern haben. Teilweise ist nur ein Elternpaar toll und das andere Elternpaar nicht, oder der andere Elternteil nicht unbedingt. Aber die meisten von uns haben das Glück, aus einem vernünftigen Kinder oder aus einem vernünftigen Haushalt zu kommen, nette Eltern zu haben, tolle Eltern zu haben. Ich meine, wir alle müssen irgendwo aufwachsen, weil wir werden nicht geboren und werden dann ins Gehölzene geschickt und sind dann plötzlich irgendwann an dem Punkt, wo wir heute sind. Nein, irgendjemand hat uns großgezogen und irgendjemand hat sich sehr viel Mühe gegeben oder sehr viel Arbeit damit gemacht, uns mit 2 Jahren den Arsch abzuwischen. Ich glaube, mit 2 Jahren kann man noch nicht allein auf die Toilette gehen, oder? Ihr wisst hoffentlich, was ich meine. Und das ist ein kleiner Teil, der meiner Meinung nach mit in die Dankbarkeit reinspielt. Genauso der Teil Freunde. Wenn ich jetzt beispielsweise, ich habe eine Beziehung hinter mir oder bin am Ende einer Beziehung, mir geht es extrem schlecht und ich gehe immer wieder zu meinen Freunden und heule mich bei denen aus und die sind für mich da und das ist echt was Tolles. Und dafür soll ich dankbar sein und nicht, wenn ich dann 3 Monate später in einer anderen Beziehung bin, mich nie wieder bei meinen Freunden melden, solange die Beziehung gut läuft und dann erst wieder ankommen, wenn die Beziehung scheiße läuft. Das kann natürlich aus eurer Perspektive sein, das kann aber auch aus der Perspektive eurer Freunde sein, dass ihr da merkt, ey, der hat jetzt eine Freundin, der meldet sich nie wieder bei mir, was ist das für eine Scheiße. Und genau an solche Punkte sollen wir meiner Meinung nach immer wieder denken, dass man nicht selber in irgendwas hereinfällt, wo man einfach nicht dankbar ist oder wo man das nicht wirklich zeigt. Dankbarkeit ist für mich auch ein Riesenpunkt, ein Riesenteil von Respekt. Ich meine, wir können dankbar sein, dass es uns gut geht, wir können dankbar sein, dass wir gesund sind, dass wir 2 gesunde Beine haben. Warum sollte ich nicht in der Bahn oder im Bus mal für eine ältere Dame aufstehen? Wir selber würden uns das in dem Alter mit Sicherheit auch selber wünschen. Und ich sehe es immer wieder, wie junge Leute, Jugendliche oder junge Erwachsene in der Bahn nicht Platz machen, wenn da offensichtlich Ältere, offensichtlich Gehbehinderte oder offensichtlich Leute, die einfach nicht lange stehen können, neben denen stehen und die Jugendlichen sitzen da mit dem Handy in der Hand und tun so, als ob sie es nicht sehen, was Bullshit ist, weil man sieht nun mal, wer in die Bahn reinkommt. Ist auch für mich ein Riesenpunkt, vom Thema ein besserer Mensch zu werden, weil ich finde, es gehört zum besseren Menschenwerden, andere Leute mit Respekt behandeln. Wie gesagt, in der Bahn oder im Straßenverkehr. Wenn ich eher an der Ampel stehe, kann ich auch mal 3 Meter weiter hinten zum Halten kommen, damit der andere Typ nur aus seiner Ausfahrt raus kann. Das sind einfach 1000 kleine Punkte,
die für mich auch einen Teil mit aufs Karma-Konto gehen, aber die auch eine Selbstverständlichkeit von Respekt meiner Meinung nach mit sich bringen und die man auf jeden Fall beachten sollte. Das heißt, dass man selber Respekt, andere mit Respekt behandelt. Dennoch sollte man meiner Meinung nach ehrlich sein, weil viele verwechseln das immer. Beispielsweise, irgendwas schmeckt euch nicht oder ihr kriegt ein Geschenk, was absolute Scheiße ist, wo ihr nichts mit anfangen könnt. Dann gibt es immer zwei Möglichkeiten. Entweder man sagt, ey, das Geschenk ist scheiße und beleidigt damit quasi den, der das geschenkt hat, nur weil er sich vielleicht nicht so die Gedanken darüber gemacht hat oder vielleicht auch falsch gedacht hat. Oder man sagt, ey, tut mir leid, aber damit kann ich nicht so viel anfangen. Gerade jetzt darauf bezogen, auf Eltern, weil ja, Freunde schenken sich jetzt nicht unbedingt was, wo man nicht weiß, dass der andere da keinen Bock drauf hat. Aber dass man da einfach mit Respekt umgeht, genauso wie wenn das Essen nicht schmeckt. Ihr müsst eurer Mutter nicht ins Gesicht sagen, dass das Essen scheiße schmeckt. Vielleicht mögt ihr es nicht, dann kann man es ehrlich sagen. Es gibt viele Leute oder Jugendliche, junge Leute, die dann frech werden. Meiner Meinung nach sind auch diese Feiertage wie Weihnachten, Ostern, Geburtstag, whatever, sind ja immer so Anlässe, um Geschenke zu verteilen. Mache ich selber auch, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber ich halte davon nicht wirklich viel, weil wenn ich einem anderen Menschen Dankbarkeit zeigen möchte, dann kann ich ihm das 365 Tage im Jahr zeigen und muss nicht auf diesen einen Termin Geburtstag oder Weihnachten warten, um der Person irgendwas zu schenken. Ich finde auch, dass Geschenke, Sachgegenstände nicht unbedingt das heftigste Geschenk überhaupt sind. Einfach Dankbarkeit zeigen, einfach ein offenes Ohr haben, das ist schon, finde ich, ein Riesengeschenk und das kann man anderen geben und es kostet wirklich keinen Cent, respektvoll und dankbar zu sein. Und auf der anderen Seite bin ich der Meinung, dass wenn du was Respekt, andere mit Respekt behandelst, kriegst du auch diesen Respekt früher oder später zurück. Weil ganz ehrlich, nichts ist selbstverständlich. Es ist nicht selbstverständlich, dass wir respektiert werden oder dass wir Essen haben oder dass wir Trinken haben, dass wir Internet haben. Ich hatte das vorhin bereits gesagt, 47% der Menschheit hat Internet und ihr wisst, wie verbreitet das scheiß Internet ist, wie viele Milliarden Euro damit pro Stunde umgesetzt werden und die Hälfte der Erdbevölkerung hat nicht mal Internet. Ne? Und das ist für mich einer der Punkte, die ein Riesenfall im Thema Dankbarkeit sind. Deswegen mein Appell an euch. Denkt mal ein bisschen darüber nach, wofür ihr dankbar seid, wofür ihr wirklich dankbar sein könnt und behandelt gerade diese Leute mit besonderem Respekt, aber natürlich auch alle anderen, wie beispielsweise das Beispiel aus der Bahn oder allgemein im Straßenverkehr, mal jemandem über die Straße helfen, irgendwo anders helfen. Letztens beispielsweise bin ich von der Arbeit nach Hause gekommen und dann ist ein Mädchen schnell über die Straße noch gehuscht, weil die Ampel gerade rot wurde. In dem Moment ist sie angefangen zu rennen. Da hat sie angefangen zu rennen und dann ist ihre Tüte aufgerissen, ihre Papiertüte. Standen da drei Autos nebeneinander, weil die Sachen über die komplette Straße gerollt sind und alle standen da und haben nur Stress geschoben, weil sie natürlich ein paar Sekunden gebraucht haben, um die Sachen aufzusammeln. Aber es ist keiner auf die Idee gekommen, mal eben auszusteigen, mal eben mit zu helfen, die Tasche zu packen, beziehungsweise die Sachen aufzusammeln. Das würde für einen selber sogar noch den Vorteil bringen, dass man schneller loskommt, aber man würde auch ihr damit einen Gefallen tun, weil jedem Menschen wäre das unangenehm, vor drei Autos seinen Einkauf zu verteilen. Und das ist einfach für mich eine Sache von Respekt. Das ist einfach eine Kleinigkeit, es kostet nichts. Man muss vielleicht mal aufstehen und 3 Meter laufen, mein Gott. Aber das sind solche Sachen, die nerven mich, wenn ich sowas sehe. Also, denkt drüber nach, wofür ihr dankbar sein wollt. Tut trotzdem Gutes und werdet somit ein etwas besserer Mensch. Ansonsten würde ich sagen, sehen wir uns im nächsten Video. Falls es euch gefallen hat, lasst eine Bewertung da. Bis dann, ciao Leute.